Herzlich willkommen zur dritten Session Kebab-Chefs. Wenn alles heute gut läuft, dann haben wir in ungefähr einer halben Stunde einen Gast mit dabei. Matteo wird, also so stelle ich es mir vor, ohne dass wir uns irgendwie vorbereitet haben, mein Angestellter in unserem, sage ich jetzt einfach schon, Restaurant. Und ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Wir haben eventuell letztes Mal alles am Blackjack-Tisch verloren. Das war natürlich kein gutes Beispiel, mit dem ich da vorangegangen bin. Man munkelt jetzt auch, dass ich bald wahrscheinlich auf Kick wechsle zum Stream, weil dieses Gamble-Ding, das hat jetzt schon bei mir echt was ausgelöst. Und ich bin mittlerweile übrigens, jetzt kann ich es ja sagen, die neue Wohnung, die ist nicht in Berlin. Ich bin tatsächlich auf Madeira und es geht bald auch Richtung Monaco, da wird auch was gekauft. Von daher, ja, lasst einen Sub da. Der Gag ist gar nicht so gut, ne? Scheiß drauf, wir machen einfach weiter und wir gehen rein und es ist ein neuer Tag im Tonyhausen. Und wir haben tatsächlich null Geld. Wir haben null Geld. Oh nee, wir haben null Geld. Wir müssen erstmal arbeiten. Wir müssen ja ein bisschen so für Matteo, wenn der nachher dazukommt. Der müssen ja ein bisschen das, wir müssen ja ein bisschen was zeigen. So, es geht ja nicht hier an, das ist hier so. Die sind immer auf ihrem geilen Pathing, ne? Wie die immer laufen hier. Die sieht so bescheuert aus, Alter. Die sehen alle aus, als hätten die sich in die Hose gekackt. Und die machen diesen letzten Gang noch so, weißt du, wo man nicht rennen kann, weil sonst die Beine so runterläuft. Aber man will trotzdem sich schnell so bewegen. Naja, es war ein bisschen eklig, zu sehr im Detail. Egal, fuck it, let's get. Wir haben doch letztes Mal diesen Juan bekommen. Okay, wie läuft das hier nochmal? Erstmal Licht an. Können wir uns überhaupt noch Licht leisten? Haben die uns schon den Strom abgedreht? Jetzt lass uns doch mal hier ganz kurz erstmal gucken. Was ist die Lage? Oh, hier ist auf jeden Fall was am Vergammeln. Dort machen wir mal einen Müll, hä? Huh? Ja, sicher. Ist doch kein Problem. Rächt euch ab. Rächt euch doch mal ab, Chat. So, warte mal hier. Wir haben noch Kartoffeln, wir haben Chicken. Ja, ist doch geil. Können wir doch direkt aufmachen, oder? Was haben wir denn für Menüs? Wir machen heute mal. Wo ist denn jetzt unser Juan-Sohn? wie ging das nochmal mit dem Menü? So, hier. Wo ist er? Staff. Nee, das ist was anderes. Wie ging das nochmal? Wo finde ich Menü? Aber kann ich jetzt keine Döner machen? Ich habe den letzten. Was war das nochmal? Letztes Mal konnte ich den einstellen, aber irgendwie bei Gourmets. Danke. Danke. Chat ist am Start. So, jetzt genau. Hier können wir den doch holen jetzt. Hier. On the way. Der ist auf dem Weg. Aber ich will kein mexikanisches Restaurant aufmachen. Ich will eigentlich einen Dönerladen aufmachen. Okay, der bringt einen Dönerkocher. 8 Rezepte und einen Meat Grinder. Damit können wir Hackfleisch machen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal. Hier, was ist das denn? Seit wann ist. Was ist das denn? Das ist für den Gourmet, oder was? Das ist der Gourmet-Tisch. Das war einfach da. Was ist denn das? Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen was zu essen. So. Wir machen heute wieder schön Chicken. Nee, heute zum ersten Mal Chicken Legs. Was brauchen wir? Wo ist jetzt unser Rezept? Wie geht das nochmal? Wie muss ich noch Rezept? Genau, und dann anpinnen. Genau. Okay, wir brauchen Ribeye Slice. Haben wir. Müssen wir nur slicen, ne? Hier, Ribeye. Geil. Dann haben wir Salz, Pfeffer, haben wir. Grillen. Plate. Tomato. Und Tomato Slices und Parsley. Haben wir noch Parsley? Das ist ja voll das einfache Gericht. Wir haben kein Parsley mehr, ne? Und wir haben wie viele Tomaten? 4 Stück, ne? Das reicht doch erstmal. Hm. Kann ich nicht andere Rezepte machen? Wie, ach, das ist das falsche Rezept. Stimmt, das ist gar nicht das richtige Rezept. Ihr habt recht. Warte mal. Wie kann ich denn das Rezept anpinnen? Jetzt ist das. Ah ja, genau. Chat heute mal wieder wirklich vorbildlich. Wirklich auf, zack, auf, also wirklich wach, hellwach. Sehr gut, gefällt mir. Hä, man braucht nur Tomaten? Nee, Chicken Leg, Salz, Pfeffer,
Chicken Leg auf den Teller und Tomate grillen. Das ist ja das easyste Gericht ever. Okay, wir müssen jetzt Chicken holen. Hey, du Geile! Ja, du läufst komisch. Wah, 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 wah. Ich hoffe das Auto drauf. Ja. Ich kann nicht auf das Auto hüpfen. Warum? Die sehen so geil aus, die Leute hier in dieser Stadt, Alter. Okay, wir sind wieder beim Techno-Metzger. Chicken Leg. So, habe ich jetzt, wie viel habe ich jetzt gekauft? Wie viel habe ich denn jetzt gekauft, hä? Ja, mach doch. Ah, ich habe kein Geld. Nein. Ich habe kein Geld. Ich kann ja nicht mal was gamblen. Ich habe ja gar nichts. Muss ich jetzt echt zur Bank einen Kredit aufnehmen? Oder kann ich was kochen? Warte mal, wir machen es so, Leute. Ich guck mal, ob ich was kochen kann mit dem Zeug, was ich da habe. Nee, ich bin schlau. Ich bin schlau, guck mal. Beklau die Leute, geht das? Nee, wir haben jetzt einen Plan. Ich koche mit dem, was ich habe, heute Essen. Und dann nehmen wir alles das, was wir heute verdient haben und spielen damit Blackjack. Weil Profit. Das ist jetzt auf jeden Fall, das ist doch geil. Dann können wir auch das Mietgericht machen. Okay, dann machen wir einfach Miet, das können wir. Scheiß auf Parsley, habe ich halt nicht. Dann sollen sie einfach ohne Parsley essen, mein fucking. Kann mich doch mal Arsch lecken hier. So, wo ist hier Beef? Da, zack, die kriegen heute einfach nur das Billige, den billigen Scheiß. So, da kann ich auch schon aufmachen, oder? Das kriege ich doch hin, prepared. Kriege ich das einfach prepared? Warte mal, wir müssen das slicen, grillen, Tomaten. Blablabla. Ja, die haben dann einfach kein Parsley, fuck it. Let's go. Ach so, ich muss das so machen, stimmt. wie ging das nochmal? Na, na, rausnehmen. Schneiden. Ja, wieder reinlegen, das Messer. Ja, da. So. Dann Tomaten. Nee. Tomaten. Take from Box. F. Ja. Tomaten grillen. Ey, kann ich nicht einfach noch ein bisschen Paprika dazu machen, anstatt Parsley? Ist doch ein viel geileres Gericht. Das halt, habe ich dann halt erfunden. Na gut. So, wir müssen Feuer machen. Ich habe Feuer gemacht. Nein, ich will das rausnehmen, du Pimmel. Callback. Take. Nein! Take from Box F. So, rein da. Und jetzt die andere Scheiße. Nein! Das. F. Und slicen. Ah, warte, ich habe das falsche Menü unten. Shit. Gib mir mal, hallo. Was ist denn hier los? Wieso kann ich da jetzt nicht draufklicken? Was soll das? Wieso kann ich jetzt hier nicht draufklicken? Das geht nicht gerade. Ich verstehe das nicht. Messer in der Hand, ach so. Ups. Bin ich auch direkt in Panik geraten, aber. Oh, ich wäre in einem echten Restaurant so schlimm, Alter. Das wäre also wirklich. Ich kann immer nur wiederholen die Geschichte, wie ich bei Joey's gefeuert wurde nach einem Tag. Schnell erzählt, ich war bei Joey's Tübingen, Pizza-Lieferservice. Da hat so zwei Kumpels haben da schon gearbeitet, ja. Und ich wollte auch mitmachen und ich hätte wäre halt gerne Roller gefahren, ausfahren oder so. Aber nein, ich habe dann in der Zentrale gearbeitet. Da musste ich das alles auswendig lernen mit den. Weil damals hat man noch mit Handy angerufen. So irgendwie, Ananas war halt eine 2, Schinken war eine 3. Und du musst halt, damit das schnell geht und so. Ich habe 5 Testanrufe, alle verkackt. Und dann habe ich am Ende des Tages, der hat mich irgendwann einfach nur dahingesetzt, ich soll warten, bis der Tag zu Ende ist. Und dann habe ich ganz am Ende des Tages eine Pizza bekommen und die habe ich dann so draußen gegessen. Und ich wurde gefeuert. Ja, war nix für mich. Na gut. War ein bisschen sad auch. Oh, Fleischwürzen! Scheiße, kann ich das noch machen, warte? Ah, scheiße. Ich muss das doch würzen. Ah, die Tomate verbrennt, ne? Ne, die gehen. Die gehen! Alles gut. Ich weiß nicht, warum der immer will, dass ich so Teller aussuche. Gib mir einfach irgendeinen Teller, ist mir scheißegal. F, R. Ja! Läuft doch. Es läuft!
Da fehlt jetzt halt Parsley, aber das ist doch uns scheißegal, oder? Warte mal, ich muss, glaube ich, das Spiel lauter machen, das ist hier gleich leise. Okay, ja, surf. Das ist einfach nur Fleisch mit Tomaten. Let's go! Ja, guck mal, immerhin 93% Ingredients, das passt doch, der ist da nicht so streng. Let's go, jetzt machen wir Geld. Schön Geld machen, damit wir schön weiter, oh, was hat Juan gesagt? Der hat irgendwas gesagt. Ist hier irgendwie Müll oder so? Ey, krass, mein Lüfter geht übertrieben ab gerade bei dem Game. Warum das denn? Der war noch nie so laut. Der ist nicht mal bei Elden Ring so laut gewesen. Mm. See you in a few hours, hat er gesagt. Na, schmeckt's? Parsley ist übertrieben, ne? Überbewertet braucht man gar nicht, ne? Ja, komm, würz doch mal nach. Howdy, mate, you wanna grilled? Yeah, we only have grilled beef, that's the only thing we have. Schöner Goatee. Ja, ja, ja. Oh, ich hab ein Restaurant-Level abbekommen. Jupp. Geld. 160. Das sehe ich doch nachher im Blacksheet. Das wären doch 320. Ganz schnell. Das wären doch 320. Ja, komm rein, aber vielleicht nächstes Mal ein bisschen Klamotten anziehen, wenn nicht schlecht. I'll be there in a moment. Juan, kommt gleich! Hm. Juan kommt. Ey, das Spiel macht Spaß, Mann. Wieso ist sein Fleisch roh? Oh, wahrscheinlich Sportler, das will er, der will das so. Ah ja. Ciao. Gib mal hier, Teller. Da war irgendein Geräusch gerade, irgendwas. Rank. Oh, da ist one! Ey, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Warte, ich komm. Gleich! Der hat meinen Dönerspieß. Ja, was ist denn? Setz dich doch hin! Der soll sich doch hin. Warum setzt sie sich nicht hin? Muss ich eigentlich eine Toilette machen irgendwann? Muss ich neu kochen? Ah, ich hab keine. Scheiße, stimmt. Okay, let's go. Wir nehmen hier wieder einfach irgendeinen Teller. Ich verstehe nicht, warum ich die Teller auswählen darf immer. Oder soll. Zack. Geil! Tomate rausnehmen. F. Ja, geil. Slicen. Messer in die Hand. Slice, slice. Nein. So. Nein! Messer weg. Tomaten rein. Tür zu. Aufpassen hier. Fleisch wenden. Hier, ab. Oh, jetzt geht's hier ab, Leute. Jetzt passiert alles auf einmal. Teller. Jetzt setz dich da hin. Fleisch verbrennt. F. Nee, R. Upp. Ah, nein. Ja, R. Yep. Läuft doch, ich bin ein guter Koch. Ah, ich hab wieder 40. Ich hab's Fleisch nicht gewürzt. Geht das auch so? Die ist noch nicht fertig. Das ist jetzt fertig. Let's go! Ja, kann man doch machen. Criticizations, overcooked, missing ingredients. Ja, ja, die Leute bei Yelp, die sind eh ein bisschen fies. So, ich komme gleich zu dir, Herr Juan. Ah, warte mal, der will jetzt mit mir reden. Ich mache noch einen Teller schnell fertig. Eh? Ich liebe das Game, Leute, ich schwör's. Ich bin hier völlig verloren. Ich check auch gar nicht. Es hat irgendwas. Okay, hola amigo, I'm Juan. Everyone knows me as Spicy Juan, the maestro of hot flavors. Okay. Und jetzt? For me, spicy food is a way of life. I can't stay without a bit of heat in my mouth. Even the gum, I choose spicy. You want my approval? Then this place is going hot today. We haven't seen a new one for a while. Master and Crush. What? Crushed it a lot. Was labert der? You wanna join them, aren't you? Ich raff nicht, was der labert. Get me a pair of the hottest chicken neck with the hottest ingredients in it. You know what level of hot I'm talking about. Spicy Juan hot.
Okay, der will jetzt serve gourmet dish with given. Okay, und was ist das? Ich hab. Warte. Ich bleib ruhig. Ich merke gerade, ich werde panisch, Leute. Das ist. Mein Brain ist bei sowas. Wir bleiben ruhig. Chat, ihr seid dabei, oder? Wir sind ganz entspannt. Wir machen einfach ganz gechillt das Menü, was er haben will. Wir werden nicht in Panik geraten. So, ich muss es jetzt einkaufen. Aber wie kriege ich jetzt dieses Rezept? Und warum kommen keine Kunden mehr rein hier? Das verstehe ich nicht. Ich habe extra Grilled Beef gemacht. Okay, wir gucken mal jetzt hier bei Rezepte. Nee. Ja, ich muss das jetzt wegmachen hier. Old. Scheiße. Das ist aber voll die Essensverschwendung. So, und jetzt muss ich... Sorry. Da drauf gucken. Hot Chicken Legs. Wo ist denn das? Ich habe nur Chicken Legs. Aber ist es vielleicht die Aufgabe, dass ich da halt jetzt selber Chili einmache? Bei New, wo? Wo ist New? Spicy? Kann man das einfach suchen? Ah, ich find's nicht, Leute. Ich glaube, ich muss einfach jetzt selber da Chili reinmachen. Ich mache jetzt einfach die Chicken Leg Spicy, genau. Achso, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Ach, irgendwas ist komisch. The menu cannot be changed while the day is still running. Oh Mann! Wie, warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Und warum stresst mich das so? Wie kann ich das jetzt... Ich hab nur... Ich mach das... Einfach ihm bringen. Okay, okay. Aber ich will... Nee, ich, okay, aber ich brauche trotzdem das Rezept, Leute. Okay, warte, das kann man doch... Das kriegen wir doch hin. Chicken Legs... Kann ich das wenigstens als Rezept angucken und anpinnen? Okay, ganz ruhig. Wir brauchen Chicken Leg und Chili. Let's go! Ja, ich weiß, heute bin ich wirklich ein bisschen maximal verpeilt. I know. Wir holen jetzt kurz Chicken Legs und Chili. Ist doch geil. Chili Pepper, ja. So, es kostet, ich mal einfach eins. Ja, reicht, muss jetzt erstmal reichen. Danke. Kiste nicht vergessen diesmal. Rennen. Warte mal, wir machen es direkt in den Kühlschrank. Und jetzt müssen wir... Zweimal Chicken Leg! Ah, scheiße, ich brauche zwei, ne? Ah, stand by your man! Stand by your man! Sorry, ich bin's wieder. Ich brauche doch zwei. Yo, sorry, my bad. Okay, alles klar, ciao. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, ob das jetzt klappt. Kann ich die nicht irgendwie stacken, die Dinger? Okay, gut. Und jetzt... Jetzt kriegen wir mal gucken. Wir brauchen Chicken Leg zweimal. Tomaten haben wir noch. Und, ich kann gerade nicht scrollen, noch Chili Pepper. Das ist einfach Chili. Der will einfach nur ganz normal, der will einfach nur Chicken Legs, oder? So, wo gibt's Chili Pepper? Bei dem Typ wahrscheinlich, ja? Ich glaube, der will einfach nur ganz normal Chicken Legs. Das ist so ein bisschen die... Red Pepper... Tomaten, Green Pepper, Aha, ja, ich weiß nicht, wo Chili Pepper ist. Ja, scheiße. Warte mal, vielleicht in dem anderen Laden. Bazugli. Chokuse Bazugli, Arkadasch. Ah ja, hier. Chili Pepper Spice Jar. Eins davon. Wenn wir schon hier sind, holen wir noch ein paar. Was brauchen wir noch hier? Auf jeden Fall was zum. Für den nächsten Tag hier ein bisschen Kohle und so. Ach komm, lass mal nicht so geizig sein hier. Alles rauf da. Gut. Petersilie? Nee, brauchen wir jetzt nicht für das Rezept, oder? Oder? Warte mal. Stand da Petersilie? Nee. Das ist ja Stress. Ein Cookpot noch. Cookpot. Cookpot meine ich. Sorry. Add to plate. Nee. Warte.
Nee, das grillt man einfach. Nee, ich habe schon alles richtig gemacht. Okay. Jetzt erstmal abladen. Dann legen wir uns jetzt mal einen Teller hin. Wir machen den Grill an. Jetzt hier das Zeug rausholen. Ich werde immer besser. Okay, Chicken Leg, die beiden grillen. Wo ist denn das jetzt hier? Chicken Leg, F. Tomaten. Habe ich noch Tomaten? Ja. Schnell. Oh, gewürzt. Nein. Ich hab's nicht gewürzt. Ah, ich hab doch extra die Chili-Scheiße gekauft dafür. Warte mal, wo ist denn das jetzt hin? Wo ist das Gewürz? Da. F. Oh, ich hab die Kohle in den Kühlschrank gemacht, scheiße. Wie viel davon? Dreimal. Und Salz. Ja, das kann man schon machen. Oh Mann, das ist so dumm. Oh, das Messer liegt auf dem... Ah, aber jetzt läuft's doch. Kühlschrank? Was? Okay, Chili Pepper, Chicken Leg, Tomato. Ja, passt doch. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Ja, ist doch richtig. Soll ich jetzt extra Chili noch drauf machen? Der mag es ja doch spicy. Der mag das doch so geil spicy. Komm, wir machen den jetzt richtig mal. Nochmal zweimal drauf. Okay. Let's do it. Und? Geil? Boah, der macht's aber auch spannend. Ah, hot, it's spicy when hot! Ja! Geil. Alright, I got a little carried away, but you seem to have some promise. Master will go mad for this, but I must approve your dish. I should better find a way to explain this to him. Spicy Juan out. Du hast mir den ganzen Tag fucking versaut. Ich konnte den ganzen Tag kein Geld verdienen wegen dir. Wehe, du gibst mir nicht bald einen Dönerspieß. Fucking Kackhuan. Was? Sorry, nix. Tschüss. Adios. Okay, wir machen für den Tag zu. Oder? Oder kommen jetzt Leute? Ich meine, hier liegt halt immer noch Grilled Beef. Hier liegt einfach immer noch Essen und das holt keiner. Was soll das? Jetzt kommen sie. Ja gut, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Huan-Sohn. Sein bester Kumpel ist Erik Zioni. Ja, ihr Geilen. Ach so, hier, okay, gut. Oh, guck mal, Candy Powers, Alter. Ja, was denn? Geh doch essen. Was ist mit dir? Da ist Essen. Grilled Beef. Ist voll dreckig, ist das oder was? Sitzt er sich echt nicht hin, weil es dreckig ist? Candy Motherfucking Powers hat irgendwie Probleme. Doch, Essen ist da. Eigentlich, oder? Nee, ist kein Essen mehr da. Da liegt doch. Nee, das ist, was ich ausgewählt habe. Okay, gut. Ja, es gibt jetzt gar nichts mehr. Keine mehr, gar keine mehr. Aber wenn ich noch ein bisschen Beef hab hier, dann. Nee, hab ich nicht mal mehr. Das ist jetzt tschüss. Ich mach einen Laden zu. Verpiss dich mal hier, Kenny. Nee, haut mal ab, Leute. Das ist jetzt hier kein. Gibt's keine Beweise. Gibt's keine Beweise. Und wir gehen jetzt noch schnell ins Casino, würde ich sagen. Die sind sauer, scheiße. Die machen eine scheiße Halb. Die machen eine scheiße Halb-Review. Ah, die werden jetzt schön zu Hause, schön auf dem Handy mal richtig die Sauers lassen auf Yelp.
ich war da heute und dann gab es da kein Essen. Also ich habe mich den ganzen Tag gefreut, nach dem Sport machen wollte ich unbedingt nach meinem Grill checken essen. Und dann hat er einfach zugemacht, obwohl es noch nicht die offizielle Ladenschlusszeit war. Jetzt piss dich mal Nummer 8. Ja, hau ab! Okay, wie tue ich den Tag schließen? Ein bisschen aufräumen hier. Ich habe hier alle meine Gewürze und eine random Schüssel. Ah, die tun wir doch stacken hier. Stack. Okay, Ofen aus, ne, müssen wir nicht machen. So, wie schließt man den Tag nochmal? Wie geht das nochmal? Day is over. Ich hab doch aufgeräumt. Muss man eigentlich den Müll nicht mal rausbringen? Nee, das passiert irgendwie automatisch. Ja gut, ich hab doch hier auf. Ist doch alles gut. Tschüss. Oh, der Ofen ist doch an. ist jetzt vorbei? Clean up and close restaurant. Irgendwie stimmt das hier nicht. Der macht irgendwie den Tag nicht zu Ende. Kann das sein? Jetzt closed. Vielleicht ist noch Müll oder so irgendwo. Das Schild hatte ich schon umgedreht auf closed. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss man das mit Wasser löschen. Nee, passt, ne? Naja, gut, da steht man ja schon, dass ich nach Hause gehen kann. Okay, gut. Als ob ich nach Hause gehe. Für mich geht der Abend jetzt erst richtig los, Leute. Wuhu! 340 Euro! All in, all in! Dad? Dad, liebst du mich noch? Dad! Warum redest du nicht mehr mit mir? Ich mach mal schlauer diesmal. 40, 50 Euro, komm. 7. 17. Ah, stayen wir, oder? Nee! Play. Oh, die hat direkt einen Ass. Oh, 15? 15 ist so scheiße. Ich mach Hit, komm. Ich krieg eine 4, glaube ich. Ich spür das. Nein! Ja, stay. Wieso? Warte mal, ich hab jetzt doch... Ass kann ja auch 1 sein, stimmt. Ich hab jetzt 15. Noch eine, oder? komm. Eine noch. Hit me. Ja, total verkackt. Okay, und deswegen gehen wir jetzt all in mit der letzten Hand. Ja! Oh! Hit me! Digga! Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ja, alles im Casino verprasselt, scheiß drauf, leb nur einmal, YOLO. Jetzt das mal schön auf dem Fortnite-Server. Jetzt so unnötig Leute verprügeln hier. Morgen holen wir einen Kredit. Scheiß drauf, Digga. So, wir gehen jetzt mal pennen. Ey, wenn Matteo gleich fragt, warum wir kein Geld haben, okay? Dann habe ich das nicht verzockt, okay? Ich habe das nicht im Casino verzockt. Das ist irgendwie gerade einfach ein Engpass. Das hat auch viel mit Corona zu tun, Lieferstopp und so. Und im Suezkanal war auch was los. Ich habe keine Tomaten bekommen. Und das ist halt alles ein bisschen, war ein bisschen schwierig einfach. Und wir müssen halt haushalten mit dem, was wir haben. Okay, gar nichts. Und Inflation spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja. Okay, skip. Daily Earnings. Guck, wir haben doch Geld gehabt. Wir haben aber... Okay, gut. Absolut, absolut. Ich bin ein absolutes Finanzgenie. So muss es doch aussehen. 640 geearnt, 640 ausgegeben. Das ist doch einfach, so ist doch eine einfache Rechnung. Weil guck mal, so zahlst du auch keine Steuern. Kein Gewinn, keine Steuern. Denk mal darüber nach.
New Day. It's a new day. Ist ein Loophole, genau. So, warte, jetzt rufen wir, jetzt gehen wir mal mit Matteo connecten, Leute. Ab jetzt wird's lustig für euch und stressig für mich, das sage ich euch jetzt schon. Es ist mal wieder der Moment, in dem ich live im Stream Matteo kontaktiere. Wir wissen alle, wie das jetzt ausgehen wird. Vielleicht aber nicht, vielleicht funktioniert's einfach mal. Jetzt muss ich mal den Bonjour-Server hier finden. Warum bin ich da nicht mehr drin? Asche auf mein Haupt. Wie suche ich denn jetzt einen Server? Wie suche ich denn einen Server bei Discord? Server hinzufügen, ja. Selbst erstellen. Wieso selbst erstellen? Mit einer Vorlage starten. Nein, nicht, ich will einem joinen. Bond. Ah. Warte mal, ich sehe ja Red Panda, also Leon, und da sehe ich doch, auf welchen Servern der ist. Dann kann ich da doch bestimmt joinen, oder? Oh nee, ich mach's wieder zu kompliziert. Wie joint man denn einen Server? Mach per WhatsApp einfach? Nein, wir wollen doch miteinander kommunizieren, Junge. Ich weiß halt echt. Erkunde entdeckbare Server. Ah ja, hier geht's. Bonjour. Oh nee, ich weiß halt wirklich nicht, wie man das findet. Geh mal Google Bonjour Server Discord, okay. Aber das ist irgendwie dumm von. Warum ist das so kompliziert gemacht? Oder bin ich aber wieder. Okay. Wieso kann man nicht einfach in fucking. Wieso kann man nicht einfach im Discord Server suchen? So wie bei IRC oder so früher. Bonjour Community. Warte mal, wo ist denn hier eine. Ich muss sowieso mal hier diese Bild. Oh, das hier ist besser. Ja, wo ist jetzt der Server? Hier. Ah ja. Und dann kann ich das jetzt. Aber ich hab doch. Weiter zu Discord. Ja, aber ich hab doch die App schon runtergeladen! Ah, hier. Oh, das ist gerade aufgeploppt. Jetzt hab ich's aber nicht. Ich hab's nicht angeklickt. Ich war zu spät. Scheiße. Das ist in der App aufgetaucht gerade. Aber ich hab's weggeklickt. Warte. Nochmal. Jetzt geht's. Bonjour beitreten. I got it. Bin gut. Oh, wenn mich das jetzt schon so stresst, wie wird das jetzt hier gleich abgehen? Möchtest du dem Bonjour-Server beitreten? Ja, ich bin da aus Versehen rausgegangen neulich. Es tut mir ja leid. Ja, alle Bedingungen ein. Gut, jetzt haben wir es doch. Jetzt gehe ich doch hier bei Live-Wartezimmer rein. Gut, wir haben's. Du hast keine Berechtigung, in diesem Kanal zu sprechen. So, weil ich glaube ich jetzt neu auf dem Server bin, werde ich jetzt nur. Oh nein. Ich bin auf jeden Fall im Stream-Wartekanal. Der muss mich jetzt Matteo rumschieben da. Ja, ich bin da auf jeden Fall jetzt. Ich habe keine Berechtigung, in diesem Kanal zu sprechen, steht jetzt hier bei mir. Könnt ihr mal Matteo sagen, dass ich da bin? Oh, ich schreibe ihm mal. Ah, ne, der ist ja erst 3 vor. Vielleicht nimmt er das jetzt voll genau. Ich schreibe ihm mal, dass ich da bin. Bin da auf Discord. Im Wartezimmer. Ja, und sonst so, Leute, was geht? Muss ich jetzt noch dieses Squad-Stream machen? Nee, ne? Ich habe die Regeln akzeptiert. Ja, Leute, wir können uns derweil einfach ein bisschen die Wohnung angucken. Ich habe mir das hier recht schön eingerichtet. Ja, habe hier meinen Lenovo-Laptop. Ja, die Bilder sind eigentlich auch ganz schön. Die Couch, da werde ich noch nicht so genau, da würde ich mir noch eine neue holen. Aber ansonsten, hier kocht sich's ganz gut. Ist ein bisschen scheiße gelöst, dass hier der Dampf immer hochgeht. Das ist ziemlich schlecht. Ansonsten, kann man hier eigentlich irgendwas anklicken? Ich
komische Wohnung. Hier ist ein Fenster, aber wo führt das hin? Guck mal, das haben sie einfach nicht mal zu Ende gemacht. Weißt du? Nicht mal zu Ende programmiert. Achso, der ganze Tag läuft aber schon, ne? Das könnte ich eigentlich auch in Wordle machen, hä? Huh? Ich kann das aber nicht. Nee, ich mach das jetzt auch nicht. Ich hasse Wordle. Ich finde das überhaupt nicht geil. Warum machen das Leute so gerne? Moin Donny, hast du eigentlich mitbekommen, wie Hanno letzte Woche über dich angeschwärmt hat? Du meinst den Clip, wo er sagt, mein Content ist nice? Den habe ich gesehen, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe das schon, ja, ich will das noch reposten mit so einem, ich habe da noch was vor mit dem Clip. Geoguessr könntest du dir mal wieder spielen. Das hatte ich ja auch nicht so geil gefunden. Ich kann euch erzählen, wie ich heute ein Loch gebohrt habe, mein erstes Mal in meinem ganzen Leben. Ich habe jetzt nämlich eine Duschvorhangstange aufgehangen heute in meiner Kammer. Und ich komme nicht so richtig voran mit diesem Studio irgendwie. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht, irgendwie fühle ich den Raum noch nicht so. Der ist irgendwie sehr ungemütlich. Hallo Chef. Hallo Matteo. So, ich bin hier wegen Praktikum. Genau, genau. Also wir hatten dich ja eingeladen, du hast ja uns ja E-Mail geschickt, du möchtest gerne einen Sommerjob machen. Ja, bei uns im Restaurant, also da brauchen wir eigentlich immer Hilfe und ich würde halt mal vorschlagen, wir machen heute einfach mal einen Probetag. Ja, Herr Chef, Sie sind bei mir ein bisschen laut, soll ich das ein bisschen ändern? Das könnten Sie dann gerne machen, ne? Das ist dann quasi eine der Aufgaben von Ihnen, da können Sie sich schon mal dran gewöhnen. Vielen Dank. Wie darf ich Sie ansprechen, Meister, Chef? Oh, Chef ist okay. Ist König auch okay? Nee, Chef ist völlig okay. Nee, wir sind Chef hier nicht so eine, wir sind nicht so eine Firma. Ist ganz locker flockig bei uns. Ist so ein Familienbetrieb, oder? Ist ein Familienbetrieb, genau. Und ja, also mein Sohn ist auch in deinem Alter. Und ja, auch ein ganz süßer, wie du. Nee, die Richtung nicht, Donny. So, Alter, ich geh mal hier raus. Aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mhm. Nee, die Richtung gehen wir nicht. Okay, also Matteo, jetzt pass auf. Ich bin schon reingegangen ins Spiel. Ich habe tatsächlich mir das angeguckt. Ich kann keine Freunde adden. Wie? Ja, wir haben es zusammen sogar angeguckt. Es ist nicht mal so von mir verkackt oder so. Wir hoffen, dass du eine Lobby erstellen kannst. Weil ich kann irgendwie. Ich kann es dir mal zeigen hier bei mir. Oh, jetzt habe ich Leave to Desktop gemacht. Scheiße, das Spiel beendet. Nice. Gut. Ja, also ich habe es vorhin versucht und konnte irgendwie keine Leute hinzufügen in meine Lobby. Also ich habe da drauf geklickt und da hat sich einfach nichts geöffnet. Und Steam Overlay war auch an und so. Das hat irgendwann nicht geklappt. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Mhm. Das Spiel hast du aber, oder? Geholt. Ja, ja, Kebab-Chefs, oder? Genau, warte mal, ich versuch's jetzt nochmal. Also, wir haben gerade eine Lobby aufgemacht und da steht bei mir jetzt Not Ready und Invite Player, da ist ein Plus. Genau, und da, wenn ich da drauf klicke, passiert bei mir nichts. Ja, gut, aber versuch's mal bei Steam einfach. Ach so, meinst du? Okay, warte mal. Ach so, du meinst direkt bei Steam? Dann lass mich mal machen, weil ich habe ja schon eine Welt quasi und da habe ich schon geguckt, da kann man nicht, ich würde dich dann einladen, warte mal. Weil ich habe ja schon ein bisschen so ein paar Tage gespielt. Guck mal, hast von mir einen Invite bekommen, nur um zu checken, ob's geht? Ja, habe ich. Ja gut, dann macht mal dasselbe bei mir. Also geh auf meinen Namen, rechtsklick, dann Invite to Game und dann komme ich bei dir rein. Okay, warte, dann mache ich mal hier schnell Servername Donny Döner und Passwort mache ich jetzt mal auch eins irgendwas. Passwort ist egal, mach einfach nur Invite Only. Dann lädst du nur mich ein, dann ist ein okay, dann mache ich Passwort einfach weg, stimmt. Ja, jetzt raff ich das mit dem Invite Only, verstehe. Okay, ja. Create Room, okay. Und jetzt bei Steam adden. Hey, ist ja unglaublich, wir kriegen das, glaube ich, hin. Wo sind diese Freunde? Ja. Hier? Freundesliste anzeigen. Ja, warte mal, ganz kurz wegen Sound. Bei mir übersteuerst du leicht. Ja. Ich kann mich jetzt leiser oder. Nee, ich mache mich kurz leiser. Warte, Moment. Ich mache mich im Discord leiser. Nur so ganz leicht, aber damit die Leute es gut hören. So, Moment, Sprach-Video-Chat.
Ausgabegerät. Nö, das ist ja auch das falsche Mikro ausgewählt. Jetzt müsste es besser sein. Jetzt müsste der ganze Sound besser sein. Kann das sein? Chat sagt ihr mal. Nee, okay, da habe ich nicht. Okay, warte mal. Sound. Sound leise. Moment, Moment. Hier. Jetzt habe ich's. Ich habe jetzt mich mal auf so von 100 auf 90% gemacht. Kann auch noch ein bisschen weniger machen. Für mich hört sich schon besser an. Ich mache mal 75 jetzt so. Ja. Okay. Ja. Das ist gut. Ja, sag Bescheid, wenn es doch weiter nervt, dann gehe ich da schnell rein. Nee, nee, also ich glaube, es übersteuert auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt ist gut, schreiben die Leute. Okay, sehr gut. So, und jetzt Invite to Game habe ich jetzt gemacht. Genau, und jetzt tappe ich raus, guck mal, und da ist sie, und ich mache mal Play Game, und jetzt müsste ich hoffentlich drin landen. Jawohl! Ja, drin. Ja, guck mal. Das guck ist ja unglaublich. Guck mal, wie weit wir gekommen sind. Guck uns mal vor 2 Jahren an. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin ich habe leichte Stolztränen. Ja, ja, ich auch. So, also, funktioniert das jetzt auch? Hallo? Also Donny, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe keinen Plan, was ich werde dich einweisen. Ja, ich starte mal. Also du wirst erstmal ein bisschen Teller waschen müssen. Ja, aber das habe ich früher. Ach so, not ready. Wir müssen glaube ich ready. Wie macht man denn ready? Hier auf das Ding. Unten ready drücken. Warte mal. Ja, aber wo klickst du da genau drauf? Auf unten rechts ready. Hast du den Button nicht? Ich habe nur den Start. Steht bei mir. Dann drück mal Start. Ja, jetzt geht's. Okay. Ah ja. Ich muss nur ready drücken, ja. Okay, geil. Also, warte, ich will ich bin erstmal gespannt, wie das jetzt überhaupt aussieht. Warum haben wir im gleichen Bett auf? Alter, wie siehst du? Warum sind wir im gleichen Bett? Wie heißen Sie denn? Donny Süllemann. Donio Süllemann? Guten Tag, ja, ja. Ja, Matteo, darf ich dich duzen? Ist das okay? Sie dürfen mich duzen. Gut, erstmal guten Morgen. Morgen. Wollten Sie sich vielleicht erstmal was anziehen? Wir würden jetzt dann nämlich losgehen. Ich habe erstmal eine Frage. Ich habe irgendwie einen Filmriss. Warum wache ich denn bei Ihnen im Bett auf? Wenn ja, das ist gestern ganz blöd gelaufen. Also Sie hatten, ich sag mal so 1-2 Bier zu viel mit meinem Sohn. Und sie sind dann wohl aus Versehen bei mir ins Bett gehüpft, sag ich mal. Und ich habe sie erst morgens. Dann haben sie sich dazugelegt oder was? Nee, sie haben sich dann zu mir gelegt. Ich habe das dann gar nicht gemerkt. Aber ja. Das tut mir leid. Ist natürlich jetzt ein schlechter Einstieg für so einen ersten Praktikumstag, aber. Ja, passiert halt. Wollen Sie sich vielleicht was anziehen? Ja, ich würde mir gerne was anziehen. Haben Sie denn eine Hose, die Sie mir leihen können, vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Haben Sie denn so eine Art Menü? Sie meinen Speisekarte? Ja, habe ich. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Restaurant eröffnen würde, dann würde ich ganz oben auf die Speisekarte würde ich erstmal einen Döner nur mit Soße machen. Ja, genau. Wie wäre das? So, nee, das ist tatsächlich, du, also mal ganz kurz, darf ich dich duzen, Matteo? Sie dürfen mich duzen, Herr okay, Donny. Du darfst mich auch duzen, ich bin Donny. Ja, ich bin ein ganz cooler Chef, ganz locker. Ja, da fühle ich mich aber nicht so wohl, Herr Donny. Okay, kommen Sie mal mit. Komm mit. So, du kleiner Pisser, wir gehen jetzt ins Restaurant, da wird gearbeitet. Hier, komm mit. Hier ist mein Restaurant. Warum bist du nackt? Ich bin nur gerade. Warum bist du? Das hast du mit Absicht gemacht. Können Sie mir denn nicht wenigstens ein Hemd geben und eine Schürze? Nein, hast du. Jetzt mach die Tür zu. So, mach mal Licht an hier erstmal. So, guck mal da, wo ich hingucke. Da ist Licht. Mach doch mal Licht an. Ja, gut. Kannst du mal wissen. Haben Sie den gekauft? Ja, ich bin hier schon ein paar Tage. Wir haben jetzt ein paar Sachen zu tun. So, jetzt pass mal auf. Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Ja, das ist dein erster kleiner. Also, bevor ich jetzt hier auch nur einen Finger rühre, was ist denn der Stundenlohn? Naja, das ist ein Praktikum. Also, du hast da was heißt das? Na, du hast eine super Referenz. Du kriegst Arbeitserfahrung, du kannst mal schnuppern und am Ende kriegst du, du darfst hier auch essen tatsächlich am Ende des Tages, immer eine Portion und das ist die Bezahlung. Gibt's einen Obstkorb zumindest. Genau, wir haben auch einen coolen Billardtisch und so ein Dings. Und nee, pass mal auf, also ich gebe dir jetzt mal eine Aufgabe. Ja? Also komm mal her, wir müssen hier mal immer hin und hier machen wir immer das Essen für den Tag, ja. So, ich ziehe da jetzt mal heute, wir machen jetzt mal heute Chicken Breast, ja.
Moment mal, also bevor wir überhaupt was vorbereitet haben in der Küche, bevor ich... Naja, wir müssen das Menü auswählen, damit wir jetzt die Vorbereitungen treffen können. Keine Sorge, der Laden ist noch zu. Der Laden ist noch zu. Ich bin auch sehr aufgeregt, es ist mein erster Arbeitstag. Sie werden das super machen. Ich bin da wirklich guter Dinge. Ist ein bisschen komisch, dass Sie keine Klamotten tragen, sag ich ganz ehrlich. Aber ich meine, wir sind hier, wir sind für alles offen hier in dieser Stadt. So, hier ist ja noch zu. Und jetzt in meinem Menü steht, wir brauchen Chicken Breast. Und hast du Geld oben rechts? Ich dachte, ich verdiene hier Geld. Ja, aber warte mal, hast du Geld? Nee, ich habe kein Geld mehr. Ich auch nicht. Ich hab alles am Blackjack-Tisch verpasst. Letztes Mal. Fuck, okay, dann müssen wir mit den Zutaten, die wir hier noch haben, das Beste machen und einen Tag Geld verdienen. Wir haben einen Chicken Breast und wir haben, glaube ich, keine Tomaten mehr. Moment. Ich kann meine Mutter anrufen. Die könnten mir Taschengeld für nächste Woche schon vielleicht. Warte, wir brauchen jetzt ein Menü, wo wir nur Chicken Breast und Tomaten bauen. Okay, haben wir. Das kriegen wir hin. So, Salz, Pfeffer haben wir. So, dann müssen wir, du kannst jetzt erstmal gar nichts machen. Du setz dich dann mal hin. Dann mache ich das erstmal. Ja. Ich bereite jetzt, obwohl du kannst den Ofen mal zum Laufen bringen. Ja, wie geht das? Wo ist der Ofen? Also hier unten haben wir Kohle. Ich bin ja so ein bisschen, dass man ein bisschen Learning by Doing macht, ne? Guck doch mal die Kiste hier an. Was machst du denn damit? Stück Kohle. Ich packe die hier auf den Tisch. Genau. So, dann. Vielleicht holst du die raus da. Hm? Nehme ich die Kohle und mache die hier in den Ofen. Super. So, ich bereite dir schon mal hier das nächste mit vor. Klasse. Wir sind ein super Team. Das machst du ganz klasse. So, jetzt guckst du mal hier aus. Ich habe es wieder unten reingemacht. Jetzt brauchen wir natürlich einen Anzünder, ne? Natürlich. Du kannst auch die Kiste da unten lassen übrigens. Ne? Musst du dich immer auf den Tisch machen. Ja, aber ist es nicht besser für den Rücken, dass man Arbeitshöhe. Weil ja, ich mache das jetzt schon 30 Jahre und bei mir ist alles in Ordnung, sag ich mal. Okay, wo wir gerade dabei sind bei dem Thema, wie bin ich denn hier krankenversichert? Weil ich habe eh schon ein bisschen Rückenprobleme. Das machen wir später. Das ist, mach dir da jetzt mal keine Sorgen. Ah, okay. Das ist schon okay. Jetzt holst du mal das Kind und machst du mal hier schön das Feuer an, ha? Ah, ja, okay. Ja. Ja. Kann ich mit Feuer hier in der Küche offen hantieren? Das ist ein offenes Feuer. Na, das macht der Chef. Geh mal kurz zur Seite, bitte. Das ist tatsächlich Chefsache. Ja. Das ist tatsächlich Chefsache. So, jetzt hätte ich gerne, dass du mir mal eine Tomate schneidest. Oh, Sie haben aber auch einen Knackarsch. Ach, hören Sie doch auf. Eine Tomate schneiden. Sind die hier im Kühlschrank drin? Ja. So. Ich sehe schon, du magst gerne die Kisten immer direkt tragen, ja? Und so jetzt nimmst du mal ein Messer und schneidest das mal richtig schön. Dann kann ich nämlich hier währenddessen schon mal hier. Also ich bin, glaube ich, ein Naturtalent. Kann ich Gehaltserhöhung haben? Nee, noch nicht. Aber einen kleinen Kurs kannst du mir geben. Super. Es nimmt so eine Scheißrichtung hier, Alter, bitte. Wir werden deswegen gecancelt, Matthias, ich sag's dir. Übergriffigkeit am Arbeitsplatz. Oh, das wird's wirklich sein. Das ist das, womit wir gecancelt werden. Ich sag's dir jetzt schon. Zwei Streamer in Deutschland verharmlosen sexuelle Übergriffe am Restaurant. Okay, alles Comedy, ja. So, wir müssen jetzt hier die Chicken Breast, ja? Kannst du die mal bitte würzen mit Salz und Pfeffer? Mit Salz und Pfeffer. Wie kann ich sie? Dreimal jeweils. Dreimal jeweils, okay. Eins, zwei, drei. Ist das Chili oder Pfeffer, was du da gerade benutzt? Das ist Black Pepper. Gut, und jetzt nimmst du mal Salz. Eins, zwei, drei. Ja, war das zweimal oder dreimal? Okay. So, leg das dabei auf den Grill. Mach ich. So, und darauf achten, dass du es ja umdrehen musst, ne? Wenn es dir. Ich muss umdrehen? Wann denn? Ja, süß, guck mal drauf. Wie viele Minuten? Na, das siehst du ja drauf. Ich mach mal die Tomaten hier noch rauf. Der kommt dann auf den Teller hier. Aha, mit R, ich glaube mit R flippen. Ja, guck mal, ist Natur. Also wirklich. Hab ich jetzt mal gedreht, ja. Guck mal, huhu! Ich guck durch den Ofen. Was haben Sie denn hier für einen Monatsumsatz? Wie viele Kunden kommen Och, denn? Ach ja, das ist alles noch ein bisschen am Anlaufen hier. Es ist alles noch ein bisschen, sag mal, sind noch ein paar so Kinderkrankheiten noch, aber das ja. Mein Vater hat immer viel so das Geld verzockt. Ich versuche das hier alles ein bisschen so wieder anzubauen. So, jetzt, das heißt, Sie haben noch nie was verzockt, oder was? Nee. Jetzt nehmen wir den Teller hier, pass auf, und dann legen wir das hier rauf. Und jetzt sind wir ready to serve. Jetzt kannst du mal schön aufmachen. Ah, komm, ich mach den Laden auf? Du hast die Ehre, ja. Soll ich rausgehen, ein paar Kunden ansprechen? Nee, du mach das mal nicht. Hallo junge Frau, wir haben
Brüste im La. Wie das aussieht, wie er da nackt rausgeht, ey. Nee, die kommen schon von alleine. Ich glaube eher, dass die mehr kommen, wenn du nicht so rumlatscht. Ja, aber guck mal, ich hab sie überzeugt. Ja. Ja, hast du toll gemacht. Hier ist ihr Gericht. Moment mal, die Frau hat nicht bezahlt. Doch, Herr die ist jetzt, guck mal, da, hier kommt George Michael, kommt jetzt auch. So, der ist denn alles zu ihrem Wohlbefinden? So, kann ich ihnen noch was bringen? Ja, sehr gut, das machst du toll. Ja. Hallo, herzlich willkommen vielleicht? Bei Donnys Döner und Matteo. Donny und Matteos Döner, ja. Das schmeckt gut, ne? Ja, ja, klar. Oh ja, und gestern schön gefeiert. Ja, ja, klar. Sie haben einen mächtigen Bart. Ganz toll. So, jetzt kannst du hier mal abräumen. Abkassieren. Oh ja. Ja, willst du das Geld? Muss ich selber waschen auch? Ja, willst du vielleicht das Geld? Ich mach mal die Teller heute, komm. Okay, ich mache also Geld, sie machen Tellerwäsche. Okay, das finde ich gut. Ja. Okay. Das wird super. So, jetzt machen wir es andersrum. Jetzt machen wir es andersrum. Meine Mutter hat angerufen, ich muss nochmal nach Hause kommen. Ich glaube, ich muss noch Hausaufgaben machen. So, jetzt nimmst du mal den Teller und tust den mal hier waschen, bitte. Hm. Wo ist er? Ich hab, wie das aussah, gerade wieder da vorbeigerannt ist, Alter. Oh Mann. Ja, hallo, ich brauche hier Hilfe. Es wird. Oh, mein Praktikant ist weg. Scheiße. So, hallo. Ja, den kann ich wieder abräumen. Super, kannst du jetzt mal bitte den Teller waschen? Wo warst denn du gerade? Du kannst dich einfach abhauen während der Arbeit. Ich hab. Ja, nicht von den Kunden, jetzt nicht von den Kunden. Jetzt spül den Teller ab. Spül die Teller ab. Ich spül die Teller ab. Ja, Chef. Mann, ey. So? Bleibst jetzt hier und spülst die Teller ab. Wie, so. Gibt's doch nicht, die Jugend von heute. Überhaupt keine Moral, Arbeitsmoral. Einfach abhauen während der Arbeit. Was, rauchen wahrscheinlich, ja? Bist du auch so einer, so ein Vapor? Nein, ich bin noch zu jung, um zu vapen. So, wie läuft das jetzt den ganzen... Ja, wir brauchen neues Essen, aber wir haben ja nichts, wir haben ja kein Geld. Essen, was brauchen wir denn? Ja, wir haben kein Geld, jetzt haben wir Geld, um Essen zu kaufen. So, ach so, jetzt leg den Teller doch ins Tellerregal, Junge. Es gibt ein Tellerregal? Ja, guck doch mal, guck dich doch mal um. Ah, da, ja. Hab so, schon gemacht. Jetzt haben wir ein Problem, die wollen essen und wir haben nichts. Das heißt, ich muss jetzt auch schnell einkaufen gehen für... Warte mal, nee, das ist deine Aufgabe. Ich gebe dir mal eine Aufgabe. Und zwar, er geht hier mit seinen Dreckschuhen rein. Guck mal. Warte. Ja, räum das doch mal auf. Gut. Ja, sehr gut. Guck mal, ey, du lernst wirklich schnell. So, wir müssen jetzt hier, klick mal hier drauf, dann siehst du das hier. So. Dann siehst du doch hier, Chicken Breast ist gerade im Angebot. Wir haben aber jetzt keinen Chicken Breast mehr. Wir haben aber Geld. Das heißt, du hast jetzt eine Aufgabe. Du gehst jetzt Chicken Breast kaufen. Wo hole ich die? Na, hier drüben. Guck mal, da, wo ich gerade hingucke, da drüben beim Metzger. Hol mal drei Stück und ich hole Tomaten. Arbeitsteilung. Okay. Und die chillen jetzt hier alleine im Laden einfach. Okay, alles klar. Ich mach den Laden, ich schließe sie ein, damit die nicht abhauen, damit wir die später ausnehmen. Sehr gut, können, und Licht aus. Ja. So, ich mach mal hier Tomaten. 1, 2, 3. Wie kaufe ich hier was? Oh nein. Was? Können wir theoretisch auch was anderes als Chicken Breast? Was hast du gemacht? Die sind schon sauer, die machen schlechte Yelp-Reviews, Matteo. Die haben hier schon, haben so schon so rote Smileys über dem Kopf. Was hast du gemacht? Wie viel Chicken Breast brauche ich? 3? Ja, 3. Reicht. Okay, ja, okay, passt. Und komm zurück jetzt. Ich komm zurück. Es ist schon Abend, ich muss nach Hause. Ich darf gar nicht so lange arbeiten. Ja, was sind denn die Arbeitszeiten? Ja, die sind so lang, bis halt der Laden zugemacht wird. Du musst jetzt hier auch mal ein bisschen erwachsen werden. So. Jetzt legst du aber die Chicken Breast auf den Grill, Junge. Wir müssen mal hier. Ja, das ist hier ein ernsthafter Laden. Meine Mutter hat schon angerufen, ich soll nach Hause kommen. Das Abendessen ist da. Also, ich telefoniere jeden Tag mit deiner Mutter. Die weiß ganz genau, wo du gerade bist. Und du sollst hier mal ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln. So. Und du könntest mir ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen. Nur weil ich mit deiner Mutter was habe, heißt das nicht, dass du mich nicht. Du musst mal langsam anfangen, mich zu akzeptieren. Deine Mutter ist jetzt einfach neu verliebt. Und ich bin jetzt einfach die Rolle in diesem Leben. So. Herr Chef, kann ich sie auch Papa nennen? Kannst du gerne machen. Okay, Papa, was muss ich als nächstes machen? Mal Chicken Breast auf den Grill, Junge. Papi, kann ich nochmal einen Kuss haben? Ja, wo hast du die Chicken Breast hingetan, Junge? Ich hab... Wo ist die Hühnchenbrust? Du hast die Kiste vergessen, glaube ich. Ach so! Ich geh nochmal los. Ey, Leute, ey, es sieht so witzig aus, wenn Matteo hier so halbnackt durch die Gegend rennt. Okay, wir haben jetzt, die Leute sind langsam sauer. Hast du es jetzt? Ja, komm her, genau. Ja, super, toll gemacht. So, Chicken Breast 3-mal. Dann legen wir doch jetzt mal, eins müssen wir erstmal nur, und das in den Kühlschrank bitte.
Nee, wir brauchen. Nein, wir brauchen keine zwei. Ich kümmere mich um beide. Nein, wir brauchen keine zwei. Wir müssen nur Papa, eins. Papa, ich mach's schon, lass mich. Ich muss jetzt aber Verantwortung übernehmen. Ich muss. Ja, mach doch mal die Tomaten ernähren. Auf den Grill jetzt. Ah, wir haben das Fleisch nicht gewürzt. Geh weg! Es ist nicht gewürzt! Hast du es gewürzt? Du hast es nicht gewürzt. Nein, habe ich nicht gewürzt. Ja, du hast gesagt, geh drauf! Ja, warte. So, drei. Jetzt aber das ist doch nicht fertig gegrillt hier, das ist roh. Jetzt entspann dich doch bitte mal. Ja, Teller. Wir brauchen Teller. So, jetzt können wir das nehmen hier. Okay, der ist schon gut. Okay, Tomaten. Oh, ich komme immer in deinen Arsch, wenn ich hier an den Grill gehe. An deinen sehr knackigen Arsch. okay, warte. Geh weg. Ey, jetzt ernsthaft. Ich kann das nicht vom Grill nehmen so. Du musst das doch drehen. Junge. Das ist fertig. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Du hast es nicht gewürzt, Mann. Du hast keinen Pfeffer drauf gemacht. Ich hab gepfeffert, Papi. Ja, aber du musst dreimal. Ey, das ist die dümmste Scheiße, die wir hier. Jetzt irgendwie essen hier hin. Okay. Ach, Scheiße, da steht Day is over. Wir haben zu spät gekocht. Das war jetzt umsonst. Ja, und mit deinen Dreckschuhen läufst du wieder hier rum. Das war alles umsonst. Wir müssen jetzt den Laden zumachen. Und wir haben warte, aber können wir es nicht morgen nochmal aufwärmen und verkaufen? Ich glaube nicht. Doch, doch. Guck mal. Mach mal zu. Ja, wir müssen aber schlafen gehen. Jetzt machen wir nachts auf. Nee, das jetzt kommen die Besoffenen von der Party. Die kommen alle, die haben Ehrungen. Das geht nicht. Das nicht. Wir müssen immer schlafen, damit der Tag zu Ende geht. Wir müssen jetzt hier den Laden zumachen. Putzen. ja gut, du hast auch zu viel Chicken gekauft, Mann. Ich leg's trotzdem mal in den Kühlschrank. Vielleicht bringt das der was. Hier, also, die haben gesagt, drei Stück soll ich holen. Hier, da kannst du jetzt mal essen hier, du Arsch. Hier. Ist das mein Essen? Ja, das ist jetzt dein Essen. Leg's in den Napf, Daddy. Okay. Okay, gut, das heißt wieder. Ich mach das mal. Lass mal schlafen gehen. Lass mal schlafen gehen. Okay, warte. So, warum ist Rauch im Kühlschrank? Hast du da gewählt, Papa? Nee, hast du wieder heimlich geraucht? Ich hab da gerade die Chicken Breast reingelegt. Ich erzähl das Mama, ne? Wenn ich nach Hause komme, ich sag, dass du geraucht hast. Nein, das sagst du nicht. Ich kauf dir ein Eis, so. Okay? Was für ein Eis? Stracciatella. Oh. Tomaten hast du hier hingelegt. Die kommen doch in den Kühlschrank, Junge. So, jetzt haben wir hier noch, guck mal, wir haben für morgen. Wir haben hier Anzünder und Kohle. Wir müssen also auf jeden Fall Chicken Breast kaufen. Jetzt gehen wir mal. Weißt du was? Aber am Ende des Tages, weißt du was, wie alt bist du? Ich bin. Du bist 18, ne? Ja, ich bin mindestens 18 Jahre genau. alt. Genau. Jetzt trinken wir mal zusammen ein Bierchen. Jetzt lernst du mal ein Feierabendbierchen. Jetzt kommst du mal mit, ich gebe dir einen aus. Ich habe noch nie ein Bier getrunken. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das gehört zum Mannsein dazu. Ne? Jetzt kommst du mal mit. Jetzt gehen wir mal in die Kneipe. Dass ich mir vielleicht eine Hose anziehe oder so? Ja, das ist hier, wir sind da nicht so. Ist ganz locker. Ist ganz locker entspannt hier. So eine Art von Bar. Ja, das ist ganz entspannt hier. Hier ist mein Vater, der redet nicht mehr mit mir. Ist dein Opa. Der war spielsüchtig, oder? Ja, genau, der redet nicht mehr mit mir irgendwie, aber ich weiß nicht, naja, ich kann nichts machen. Monte, bist du's? So. Wer? Oh, ich kann nur zocken? Ja, sicher. Papa, ich habe 315 Geld. Ja, das ist so geil, du bist genau wie ich. Ich tue jeden Abend alles Geld verzocken. Okay, du darfst 100 Euro verzocken. Du hast jetzt, der setzt sich einfach hin und geht, das ist unser Geld, Matteo, unsers, nicht deins. Ja, ich habe nur meine Hälfte genommen. Okay, dann mache ich die andere Hälfte. Ich habe 17, was mache ich denn da? Stehen bleiben. Stehen? Ja. Ich habe verloren. So, warte. Wieso kann ich mich nicht hinsetzen? Können sich nicht zwei gleichzeitig hinsetzen? Du hast schon auch. Ey, der gibt dein ganzes Geld aus. Ich habe wieder verloren, Papi. Papi, ich habe unser ganzes Geld verspielt. Wir haben kein Geld mehr, wenn du jetzt nochmal verspielst. Okay, ich verspiele nicht. Aber 17 ist ein bisschen wenig, komm. Oh, gut, komm, das muss da sein. Oh. Nicht mehr. Nicht hinten. Nein. Guck mal. Jawohl! Ja! So kann man es doch verdoppeln. Wir sind reich! Ey, wir müssen eventuell auf Kick rüberziehen jetzt mit dem Stream, Matteo. Ja, ne? Eventuell. Okay, wieso hast du jetzt schon wieder gespielt? Hör doch mal auf, Mann, wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld doch für morgen. Wir können kein Fleisch kaufen, wenn du dich alles verzockst. Ja, wenn du die keine Kohle reinbringst. Einer muss sich ja kümmern. So. Wieso sitzt du im Tisch drin?
Oh Mann, aber ich riskiere es nicht nochmal. Ja, jetzt kannst du eh all in gehen. Jetzt haben wir gewonnen. Nice. Okay, einmal, jetzt wirklich, wir brauchen Geld für morgen. Mach okay, mal das heißt, ich spiele noch einmal all in. Oh, shit. Mach doch all in. Wie geht denn all in? Ich hab. Ja, einfach den ganzen. Ah, ich kann splitten. Kann ich die splitten? Nein, das geht hier nicht. Warum geht das? Okay. Weil es. Oh, oh yes! Mein Gott, ich bin ein Naturtalent. Okay, warte, mach mal all in jetzt. Einmal. Fuck it. Wo geht das? Mit dem Balken ganz nach rechts schieben. Habe ich, da geht nur 88 maximal. Okay. Vielleicht, weil du Kind bist oder so. Kindersicherung. Oh, yes! Oh mein Gott. Aber jetzt aufhören, wenn es am besten ist, Leute, bitte. Komm, komm zurück ins Hotel, Matthias. Komm, bitte. Oh. Nee. Wir haben verloren? Nee, wir haben gewonnen. Ah, ich bei mir steht. Steh auf jetzt, aber komm. Matteo, bitte. Ja, ich stehe jetzt auf. Okay, gut. Wir trinken jetzt auch kein Bier. Papi, guck mich mal an. Ja? Bist du stolz auf deinen Sohn? Hier steht Ass-Man, fällt mir gerade auf, während ich das so angucke. Naja. Ja, ich bin, du bist ja nicht mein Sohn. Aber eigentlich. Bist du stolz auf deinen Stiefsohn? Ich finde es eigentlich nicht so cool, dass du so viel Geld ausgegeben hast beim Blackjack. Und wir haben jetzt Gewinn gemacht, aber so soll es ja nicht laufen. Aber trotzdem. Okay, wir gehen jetzt mal schlafen. Warte, hier ist Dart. Können wir nicht Dart spielen eine Runde? Papi, komm. Nur wenn du mir noch einen Kuss gibst. Nee, das müssen wir jetzt aber auch. Ich bin jetzt nicht mehr dein Sohn. Ich bin jetzt Ihr Mitarbeiter. Herr Söllemann, ich bin Ihr Mitarbeiter. Ich kann Sie nicht nochmal küssen. Ja, nee, ich bin müde auch. Ich will jetzt mal schlafen. Wir haben morgen noch einen großen Tag vor uns. Wir haben echt nicht viel Geld gemacht. Wir müssen morgen. Schlafen wir beide im selben Bett? Ja, oder? ich glaube schon. Muss ich meine Hose ausziehen? Ey, du sagst einerseits, du willst es nicht mehr machen, aber du machst noch viel schlimmere Anspielungen die ganze Zeit. Ich versuche. Oh, wo sind wir? Wir sind bei mir zu Hause. Sorry, ist nicht so aufgeräumt. Mach's dir bequem. Wir haben jetzt gar kein Bier getrunken. So, jetzt setz dich mal hin. Wir machen noch einen Tag. Komm, ein Arbeitstag geht noch. Aber jetzt mal wirklich, wir wollen mal Gewinn machen. Ich fühle mich schon ganz schön überarbeitet, muss ich sagen jetzt. Warte, nee. So. Du hast ja jetzt auch nur Quatsch gemacht. Guck mal, wir haben jetzt immerhin 996 Einnahmen und 731 Ausgaben. Davon die Hälfte verdient. Sind da Spielschulden mit drin, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Also, guten Morgen. Guten Morgen, mein Sohn. Guten Morgen. Kannst du dich mal bitte umdrehen zu mir? Ja. Komm mal bitte ins Wohnzimmer, wir müssen ganz kurz reden. Also, hey, ich muss mal mit dir reden. Das gestern, das war nicht in Ordnung. Also, ich sollte dich eigentlich nicht. Na, ich meine, du bist 18, klar, aber eigentlich sollte ich dich nicht in so eine Bar und so nehmen. Klar, du hast ein bisschen Gewinn gemacht und uns quasi den Tag gerettet, aber Glücksspiel ist echt nicht in Ordnung und das war nicht in Ordnung von mir. Herr Chef, ich bin ja auch, das war ja mein erster Tag, ich war sehr aufgeregt, weil Sie sind jetzt auch direkt mein Vorbild, was so Geschäftliches angeht und ich dachte halt, ich will so werden wie Sie, deswegen habe ich direkt angefangen zu saufen und Glücksspiel zu betreiben. Ja. Ich möchte mich dafür aber entschuldigen. Also das wird nie wieder vorkommen. Sie können sich auf mich verlassen. Ich bin ein verantwortungsvoller Mitarbeiter. Okay. Wir gehen jetzt mal zur Arbeit. Ja. Ganz unangenehme Stimmung jetzt. Zweiter Arbeitstag direkt alles im Arsch. So. Warte. So, jetzt noch nicht öffnen. Wir machen mal Licht an. Guck mal, hier hast du gestern einfach einen Teller liegen lassen. Was ist denn das? Was soll denn das? Ja, den bringst du jetzt mal in die Spüle. Ja, Chef wird gemacht, keine Sorge. Gut, wir machen heute mal ein bisschen zack. Wir wollen heute mal ein bisschen Geld machen. Heute die ganze Küche blitzeblanke sein. Ich mache hier alles. Wir brauchen Einkäufe, mein Freund. Ja, ich werde sofort einkaufen. Ich wasche die Teller. Wir haben einen Chicken Breast. Ja, Meister. Wir brauchen noch zwei Chicken Breast, bitte. Ich hol die Tomaten. Nee, du holst die Tomaten, ich hol die Chicken Breast. Ich hol die Chicken Breast. Nee, du holst die Tomaten, du musst woanders hingehen. Wo sind die Tomaten? Wo gibt's die? Da, bei Korkmatz. Ah, ja. Zwei Tomaten? Nee, drei. Mach mal drei. Drei Tomaten? Ja. Wie sehen Tomaten aus? Rot. Warte, brauchen wir Paprika? Chat, bei mir sagt der Chat gerade, wir brauchen Paprika. Warte mal. Chicken Breast, Chili Pepper? Red Pepper! Doch, wir brauchen Red Pepper, Green Pepper, Potato. Aber habe ich doch im Kühlschrank. Ey, ist verdächtig ruhig bei Matteo gerade. Was macht er? Irgendeine Scheiße macht er. Warte mal. Ich rufe den Chef mal kurz auf dem Handy an. Red Pepper? Sorry Leute, ich muss kurz ans Handy gehen. Ja, hallo?
Ja, hi, Chef. Wo bist du denn? Ich bin im Laden und die haben hier keine Tomaten. Die haben hier nur Tomatensoße. Tomaten-Paste-Can. Du bist im falschen Laden, du Idiot. Wo ist denn der Laden? Du musst zu Korkmatz Green Grocer gehen. Ja, Beschreibung war schlecht. Soll ich gehen raus? Na, gegenüber vom Laden. Wie soll es denn noch genauer sein? Ach so. So, ich muss hier weiter vorbereiten. Ruf mich nicht nochmal an wegen so Kleinigkeiten. Ich höre nichts mehr. Oh, ist auch echt, aber er ist ein lieber Kerl, ja, er ist ein lieber Kerl, aber er ist ein Idiot. Er ist ein Idiot, der Neue. So, warte mal, Tomato haben wir zwei, hätte er gar nicht holen müssen. Scheiß drauf. So, machen wir hier mal die Scheiße hier in den Kühlschrank rein. Chicken Breast haben wir jetzt reichlich. Dann mach ich mal den Grill an hier, ha? Alles muss man selber machen. Hallo Chef, ich bin da, ich habe Tomaten geholt. Ja, mach die doch in den Kühlschrank jetzt. Ja, mach ich. Okay. So, ich mache jetzt hier mal den Grill an. Kannst du ja immer noch ein bisschen zugucken, wie das aussieht, ja? Muss ja auch irgendwann muss ja den Laden ja auch selber mal schmeißen können hier. Ja, ja. So, hast du dir mal ein Menü angeguckt, wie ein Chicken Breast geht? Nee. Geh mal hier, guck dir doch mal an, wie es geht. Chicken Legs, Chicken Breast. Ich gucke. Chicken Breast. Kannst du mit anpinnen, hast du unten links? Also, ja, sehe ich hier. Chicken Breast, eine Chicken Breast. Ja. 3 Gramm Salz, 3 Gramm Chili Pepper. Ja. 3 Gramm einmal Red Pepper. Die haben wir gar nicht gemacht gestern. Ja, die haben wir im Kühlschrank, habe ich geguckt. Green Pepper einmal oder eine Potato. Haben wir alles im Kühlschrank, taust du dich daran? Haben wir alles... Ja, na klar. Das mache ich komplett eigenverantwortlich, Chef. Okay, Grill läuft. Ich schaue mich. Ja, ich lasse sie jetzt mal machen. Und den Teller machen sie dann hier hin, wenn der Teller dann fertig ist. Den machen ja, sie natürlich, hier. Natürlich. Kleiner Tipp, nicht vergessen, das Fleisch vorher zu würzen. Na klar. So, wie pinnt man das an? Ja? Ah ja. So, fange ich mal an. Das hier mal raus. So, eine Chicken Breast lege ich hier drauf. So, dann Black Pepper. Aber wenn ich einmal drücke, ist dann... Was war das? Nix. Wenn ich einmal drücke, ist dann 1 Gramm drauf. Ja. Ah, warte mal, Moment. Hier ist ein Fehler. Das ist keine Breast, das sind Chicken Legs. Ich hab Chicken Legs. Das hier ist eine Breast. Ey, es hat einfach einen ganzen Next-Level-Comedy, wenn man dich nur hört und dabei Blackjack spielt. Chef, Sie spielen Blackjack? Ja, ich guck mal kurz rein. Wenn unsere Kohle wieder weg ist. Warte, ich rufe dich, ruf dich kurz an. Yo. Ja, guten Abend. Dein Mann Silvan ist hier. Nee, du musst den Akzent nicht machen, nur wenn andere Leute anrufen. Ich bin's, Chef. Ach so, hi, Chef. Okay, ganz kurz. Warte, ja. Das ist nur fürs Verkaufen, das ist authentischer. Ja, ich verstehe schon. Sag mal, ich bin hier gerade bei einer 12. Soll ich hitten oder stayen? Bei einer 12 hittest du natürlich. Okay, ich hätte mal eben. Jetzt haben wir 13. Ja, okay, hitte nochmal. Ich hitte nochmal 16. Warte mal, wenn du eine 12 16 hast, noch nicht. Okay, du entscheidest. Du 16. Hast einmal gehittet, da hast du doch eine 16. Ein Ass ja, gezogen, nee, aber es waren zwei Asse, ja, aber das waren ja Einsen. 16, nochmal hitten oder stayen? Komm mal. Ja, hitte. 17, oh Gott, okay, stay. 17. Ja, stay. 14 hat sie. 16. 26, so sieht's aus, gewonnen. Okay, ich komme wieder zurück. Wie läuft's mit dem Menü? Chef, ich habe gerade eine Notification auf meinem Handy bekommen, da stand You lose. Ja, das ist das Firmenhandy, das spinnt schon seit Tagen rum, das muss ich mal reparieren lassen. Das hat noch Android drauf, ne? Wie sieht's denn jetzt hier aus? Du hast ja noch gar nichts gemacht. Entschuldigung, Chef. Also, was hast du denn jetzt gemacht die ganze Zeit? Können Sie mich bitte nicht ablenken? Ich bin sehr aufgeregt. Mein erster Tag. So, Sekunde. Ja. Jetzt jede Seite grillen. Ja, ich helfe dir. Komm, ich nehme mal hier das Fleisch. Nein! Ich mach das eigenverantwortlich! Finger weg von meiner Küche! Raus hier! So. Gut. Machen wir das hier. So, Chicken Breast. Nicht Black Pepper. Ich habe keinen normalen Pepper hier. Ja, das ist Pepper einfach. Black Pepper. Ja, das passt schon. So, dann brauchen wir Grill Each Star Transfer to a Plate. Oh, ich brauche eine Plate. Jetzt weiß ich, wie sich die Twitch-Zuschauer gerade fühlen. Einfach, das gucken wir, die Scheiße gucken wir uns an, wie du jetzt das siehst. Und die Dumme oben ohne dein Scheiß. Ich nehme das jetzt hier raus. Ja, so, die es ist schon fertig. Ist fertig. Ja gut, aber du kannst ja gleichzeitig Sachen grillen. Eine Tomate. Ja, aber das ist doch...
Das wird ja kalt. Ich kann nicht so viel Multitasking. Ja, aber das ist ja das Problem hier bei dem Spiel. Kühlschrank zumachen drüber. Achso, dann machen wir das hier rein. Und hier einfach. Warum hast denn du saubere Teller in die Spüle gelegt? So, ich mache mal die Peppers hier hin. Wahrscheinlich wie bei dir zu Hause. Aber die sind auch ge. Hey. Warte mal. Ja, und eine Kartoffel brauche ich. So, ja. Die sollen gegrillt werden? Muss man die schneiden oder so? Nee, ja. Es würde dran stehen. Da steht aber Sliced Potato, das steht doch da. Ja, ja, genau, aber die hast du ja. Aber die Pepper nicht und die Green Pepper und so. Ja, ja, okay. So, die Tomaten. Ja, sehr gut. Danke, Chef. Ja, hast du die Potato schon? Ja, gut, hast du gesliced, ja, nice. Aber die soll man nicht slicen eigentlich, egal, kriegen wir Abzüge. Er stand da. Sliced. Ach doch, steht, Potato. Stimmt, steht da. My bad, sorry. Nee, war ein Test. Ich wollte dich nur testen. Gut, dass du. Hab ich den bestanden? Ja, hast du gut gelernt. Kriegst vielleicht den Job. Vielen Dank. Ich krieg dir vielleicht den Job, ja, ja. Okay. So. Ansonsten können wir auch hier mal rein, so. Was passiert in dem Raum? Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was dieser Raum soll. Ist mein Vorgänger da noch drin? Ich glaube, das ist tatsächlich Vorratskammer oder was? Und warum? Und wir haben auch keine Toilette übrigens. Naja. So, warte, hast du jetzt hier alles drauf gemacht? Ja, ist doch geil. Ja, ist perfekt gebraucht. So, jetzt legst du aber hin. Komm, das ist ein geiles Gefühl. Und dann mach ich auf. Ja, machen Sie bitte auf. So was, ja, mach mal drauf, damit du jetzt die Wertung bekommst. Ich muss ja. Ja, mach. Ich muss ja. Mach auf, bitte. Ja, mach Herr doch Chef. Das drauf jetzt einfach. Chef, helf mir doch mal. Der Mann kann nicht lesen. Ach so, ich muss das Menü erst da drauf ziehen. Warte mal. Du hast Chicken Breast gemacht, ne? Ja, ja. Ja, jetzt legst du drauf. Oh. Und? Was ist die Wertung? 100% Bucking. Hammer. Aber also hast du sonst auch 100% oder wie viel? Ja, ja, alles 100%. Ja, das ist ein Naturtalent. Richtig geil. So, und jetzt kommen die Leute. Und jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Du machst jetzt erstmal heute. Du machst sauber. Du guckst, dass hier sauber ist. Ich mach sauber, ja, okay, ich mach sauber. Hier zum Beispiel. Räum mal hier auf, das ganze Scheiß hier. Guck mal, Messer wieder zurück ins Ding. Ja. Hat die gestöhnt, die Frau? Ja, weil es ihr schmeckt, weil du geil gekocht hast. Dankeschön. So, alles schon sauber. Sind da vielleicht Teller zum Waschen? Ich hab immer ein Auge auf dich, ne? Ja, ja. So, ich geh mal hin. So, gnädige Frau, hat's geschmeckt? Aber war die schon fertig? Die war fertig, die Frau, ja. Okay, Zahlung, Rechnung habe ich gemacht, 150 Euro. Ja, nice, gut, das können wir nachher schön verzocken. Ich meine, das legen wir auf die Bank. Das legen wir auf die Bank, genau. Sparkasse. Also, zweit ist es voll easy, so einen Laden hier zu schmeißen. So, schmeckt's Ihnen denn? Junger Mann. In die Kartoffeln nach ihrem Gusto, ja, danke schön. Warum sehen die Leute alle so aus? Nee, warte. Ah, er will zahlen. Du, traust du dich ran, mal abzurechnen einmal? Traust du dich das? Ja, na klar. Wie schwer kann das sein? Ich überlasse dir das. Ich vertraue dir. Du kannst jetzt auch mal hier die Rechnung bringen, ihm hier, wenn er gleich fertig ist. Ich glaube, die Kunden finden das richtig geil, wenn man neben denen steht und darauf wartet, dass sie aufgegessen haben und dann sofort den Teller wegnimmt. Ja, ich glaube auch, weil alle anderen Läden machen das halt genau nicht. Guck mal, jetzt kannst du mal hin. Genau. Guck mal, jetzt hat er die ganze Zeit. Ja, ich komm doch. So. Und? Das sah gerade aus, als hättest du ihm in die Fresse geschlagen. Muss ich kein Trinkgeld oder abrechnen oder was? Nee, das gibt's hier nicht. Guck mal, der hat Löcher in seinem T-Shirt. Wie viel Essen haben wir eigentlich jetzt noch? Wo sieht man das? Ich sehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß immer nie, wie viel man noch hat. 150 Dollar für... Das war's. Ich mach Laden zu. Weil wenn jetzt Kunden... Es zu! Können Sie bitte den Laden verlassen? Wir haben geschlossen. Wir haben kein Essen mehr. Wir haben kein Essen mehr. Aber dann mach ich schnell noch mal Essen. So, ich zeig dir mal, wie er das macht. Jetzt muss der Chef mal selber ran hier. Geht der Chef mal ran hier, du. So, zack. So, Pepper, rauf da. Wir machen einfach schnell. Damit die eben nicht gleich wieder sauer werden. Potatoes slicen. Dann mach ich wieder auf. Warum hast du die Dönerspieße hier hingelegt? Die habe ich hier hingelegt, damit die schneller arbeiten können, Chef. Sehr gut. So, das läuft doch jetzt gut hier. Das ist doch jetzt mal ordentlich. Ja, aber wir haben jetzt ganz viele Kunden hier. Wir brauchen jetzt ganz schnell Essen. Ich hab's würzen, ganz schnell. Ich hab's würzen vergessen. Ist nicht so schlimm, kann schon mal passieren. Warte. Soll ich helfen irgendwas? Warum braten die Slices nicht? In der Garde kann man mir nicht helfen, tatsächlich. Ich tue jetzt mal einfach im Nachhinein würzen. Bang, bang, bang. Und dann ein bisschen Chili drauf. Komm, ein bisschen Pfeffer. Ist doch geil. So, jetzt verbrennt mir das wieder. Oh, die Kunden werden wütend. Ja, ich weiß. Soll ich irgendwas helfen? Es ist lieb, dass du fragst, aber jetzt habe ich gerade All-In gemacht. So, jetzt kannst du den Teller mal vorbringen. Ja, bring ich den vor? Wo ist denn das Essen? Ja, da! Ups. So.
wird und, serviert. Und wie viel Prozent? War schlecht, ne? Ich glaube, da waren ein paar 100 Sachen 100% bei allem. Ey, das wird ein guter Arbeitstag. Das ist der perfekte Teller. Oh, die sind sauer, warum? Und das ist der Grund, warum sie Chef sind. Chef. Warum sind die sauer? Weiß ich nicht. Das muss an mir liegen. Das muss das ist meine Schuld wahrscheinlich. Ich war zu langsam. Ja, sicher ist es deine Schuld, aber warum, weiß ich noch nicht. Ich will mich im Namen von unserer... Ach, es war 100% falsch. Ich will mich entschuldigen, dass ich wieder nur Scheiße gebaut habe. Es tut mir leid. Warte, das Essen war 100... Ach so, das war Chicken Leg und nicht Breast. Scheiße, ja gut. Und der wird sich jetzt auch aufregen, ne? Oh nein. Ja, mein Gott, der mit seinen Army-Boots, ey. Ja, scheiße, ich mach mal zu, glaube ich, tatsächlich. Das sind Banausen, die wissen einfach gutes Essen nicht zu schätzen. Aber guck mal, sie ist positiv, Matteo. Gleich gehen wir in die Kneipe. Ja, können wir wieder zocken. Das wird ein schöner Abschluss. Vergessen. Ja, ja. Du, weißt du was, heute spiele ich mit dir auch eine Runde Darts. Oh. Heute darfst du, heute hauen wir richtig auf die Kacke. Da freue ich mich aber sehr drauf. Da bin ich jetzt schon ganz aufgeregt. So, jetzt haben wir hier, wir haben aufgeräumt, oder? Ist hier alles sauber? Hast du alle Teller gewaschen? So, ich bin gerade dran, Chef. Sehr gut, sehr gut. Ja, war schon ein besserer Arbeitstag für dich, muss ich sagen. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Jetzt hast du dir auch ein Bierchen verdient, ne? So, ich mach mal aus. Aber ein alkoholfreies, oder? Ja, na klar. Komm, ab in die Kneipe. Ja, ja. Jetzt rennt er vor schon. Ja, ich hab Bock. Komm, ab in die Kneipe. Wir werden auch nicht Dart spielen. Wir setzen jetzt weiter an den Blackjack-Tisch. Ja, lass Blackjack zocken die ganze Zeit einfach. Ist viel geiler. Okay, warte. Wir können nicht gleichzeitig, kann das sein? Play? Soll ich direkt 340? Nee, wir machen. Ja, wenn dann all in immer. Okay, all in. Danach darfst du. Wir machen abwechselnd. Ich krieg auch Karten jetzt. Achso, du bist ja auch da. Oh mein, ich hab 20. Ja. Aber ist es gerade dumm, dass wir gegeneinander spielen? Wir spielen nicht gegeneinander, wir spielen gegen die Bank. Ja, wir spielen ja mit dem gleichen Geld, Matteo. Ja, aber wir müssen einfach nur, einer von uns beiden muss mehr gewinnen, als der andere verliert. Ja, oh Gott, jetzt kommt der Rain Man hier oder was? Aber hast du gewonnen? Ich hab gewonnen. Das heißt, wir haben null gemacht, ne? Gerade einfach. Hast du verloren? Ja. Oh, okay, dann nochmal. Nee, warte, du spielst einfach. Ich finde das irgendwie nicer. So, okay, 15. Dann muss man nochmal hitten. Jetzt nicht mehr. 19 ist geil, da bleiben wir. Jawohl. Ah, ich merke gerade, ich habe in der ersten Runde 0 gesetzt und habe dann gewonnen. Ja, das war nicht so geil. Übrigens. So, 4. Okay, wir sind im Arsch. Oh! Ich splitte? Nee, es geht nicht. Das geht nicht mit Splitten. Ey, jetzt macht der hier deine. Ich kann eh nicht splitten. Las Vegas, Matteo, oder was? Man kann das eh nicht splitten. Man kann nur splitten, wenn man zwei gleiche hat, oder? Ich habe 21! Hey, aber jetzt nicht, jetzt können wir, naja, ich brauche das Geld tatsächlich. Ich werde ja beim nächsten Stream ohne dich arbeiten, da will ich ein bisschen was verkaufen. Ja, Moment. Du spielst mit meinem Geld. Wir verzocken jetzt ein bisschen was. Nein! Mach so, jetzt, hit nochmal, ja. Wir zocken jetzt ein bisschen was. Ja, bleib stehen. Oh mein Gott, ich bin wirklich saugut. Aber die hat, ja, warum hat sie denn nochmal gehittet? Ich habe eine Winning Streak, ich habe doch nicht einmal verloren. Ja, aber ich meine, irgendwann wirst du verlieren. Wir hören jetzt auf, wir hören jetzt auf. Wir können nicht aufstehen? Doch, wir haben 1000, komm, wir hören auf. Wir hören auf. Alter, ey, aber. Ey, komm, wir trinken ein Bier zum Abschluss. Arbeiten lohnt sich nicht, sondern nur zocken. Ja, genau. Das habe ich beim letzten Stream auch gesagt. Was willst du denn haben? Okay, ich will einen Cocktail saufen. Okay, dann nimm den Cocktail. Natürlich will er. Warte mal, der kostet $250. Natürlich will er einen Cocktail saufen mit dem Outfit. Warte mal, Pilsner nehme ich. Ich hab dir auch einen gekauft, Papa. Oh, geil, das haben wir uns richtig rein. Wie tue ich mir das in die hier, F. Oh, ja, geil. Alter, was habe ich jetzt? Schmeckt geil noch so im Arbeitstag, ne? Gut, wir haben das eine Menü verkackt, aber ist auch egal, oder? Die Leute haben es eh nicht gemerkt, die haben es gefressen. Oh, jetzt ist also, das ganze Geld weg. Du hast alles versoffen. Wir haben es versoffen. Du hast das Geld versoffen, Papa. Ich habe ein Bier genommen. Du hast... Was ist, wenn Mama das herausfindet? Wie viele Cocktails hast du dir genommen? Ich hab gesagt, ich hab einen getrunken und dann noch einen. Für dich, Papa. Oh, ich hau dir einen in die Schnauze rein. Nein, Papa, bitte. Ich hau dich in die Schnauze Nein, rein. Nein, Papa, bitte lass mich. Ey, ich hau dich. Nein, ich leg mich ins Bett. Oh Mann, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Papa. Willst du noch einen kleinen Cocktail im Schlafzimmer Er ist einfach der weirdeste Praktikant. Der weirdeste Praktikant aller Zeiten. Du bist der weirdeste Chef aller Zeiten. Wie das aussieht, wie du da nackt in meinem Schlafzimmer mit dem Cocktail stehst.
Okay. Okay, komm, wir gehen pennen, das war's. Ja, ja, das war's. Okay. Fuck it. Ja, er war doch herrlich. Guck mal, Punktlandung, genau eine Stunde. Also, aber wir sind schon saugut, ne? Ja, wir sind, ich sag's gerne wieder. Also, vielleicht dann nächstes Mal auch eventuell weniger Roleplay und wirklich, wir machen den Laden geil. Ja, vielleicht ein bisschen mehr fokussiert auf Ertrag gehen, ja. Vielleicht kannst du dir auch was anziehen. Fände ich irgendwie so. Vielleicht nicht so ein kleines Hemd, aber Hose noch nicht. Vor allem, wie sehe ich denn aus die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich meinen eingerichtet habe. Habe ich graue Haare? Du hast ein komplettes Arbeitsoutfit an. Du siehst eigentlich aus wie du, aber ohne Hose. Ach, das habe ich gemacht. Stimmt, ohne Hose. Ja. Graphics, wie sieht man denn hier, wie man aussieht? Weiß ich gar nicht. Character, genau. Ah ja, ich sehe doch cool aus. So sah ich die ganze Zeit aus. Aber ich habe so komische Boots an. Ja, gut. Ja, du, was, wie sieht's aus? Das war's, wa? Was gibt's denn bei euch noch im Stream? Kurz und knackig, keine Ahnung. Ich guck jetzt einfach mal entspannt, nichts Besonderes mehr. Ja. Machst du noch? Ich mach gleich fertig. Ich bin heute ein bisschen müde. Ja. Ich bin dann für heute auch raus. Morgen wieder. Ja, ja. Gut, Matteo, danke dir. War sehr witzig, danke dir auch und noch einen schönen Abend dir. Euch auch, liebe Grüße. Bis dann. Bye, bye, ciao. Das war ja. Oh, Leute, ey, das hat echt Bock gemacht, Mann. Ey. Das war echt. Ey, das war genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war genauso wie. Ja, wir machen das nochmal, Leute. Sorry, dass jetzt heute nicht so spät geht. Ich war heute schon den ganzen Tag so ein bisschen kaputt, aber das hat mir jetzt die Laune extrem aufgedingst. Morgen wieder ein bisschen längere Streams und so. Manchmal soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ihr könnt ja rübergehen zu Matteo, da ist bestimmt auch noch lustig. Aber ich bin so happy, weil es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist einfach uns zwei in dem Game, ey. Das ist einfach so dumm. Wie teilweise Matteo immer so weggerannt ist. Das sah einfach so witzig aus, finde ich. In diesem Sinne, Leute, sehr abruptes Ende. Aber ja, ich habe ja gesagt, heute geht das wirklich so richtig, als wäre ich so ein linearer Fernsehsender, 21 bis 22 Uhr. Wir machen das safe nochmal, also wenn Matteo Bock hat, ich werde ihm nochmal schreiben. Will da niemand unter Druck setzen, jetzt hier öffentlich, kann auch sein. Ne? Ich will erstmal abwarten, wie er das so fand und dann ansonsten werde ich ihn fragen, wenn ja, dass wir das einfach nochmal machen. Weil wozu braucht man GTA 5 Roleplay, wenn man Kebab-Chef hat? Goldie Modi, Leute. Firefox, danke für die 5 Gifted Subs. Danke an alle für den Support. Glaub, er fand das doof. Nee, glaube ich nicht. Er fand das schon witzig. So, Freunde. Ich mach euch einfach rüber zu Matteo. Das macht jetzt einfach am meisten Sinn. Und normalerweise würde ich jetzt auch noch ein bisschen länger machen. Aber ich bin heute echt einfach irgendwie am Arsch. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Und mach dann eher morgen wieder ein bisschen länger. So. Ja. Okay, Raid ist an. Ihr könnt gerne jetzt rüber zu Matteo. Der macht ja immer noch eine Weile. Und das hat Spaß gemacht. Das war einfach lustig. Das hat mir heute echt, das war mein Highlight des Tages. Coole Cap, Dankeschön. Habe ich beim Umzug wieder gefunden. Morgen neue Folge TWS, wenn ihr Bock habt. Kommt heute Nacht raus um 0 Uhr und da habe ich den ganzen Umzug immer ein bisschen erzählt. Ist auch eine Überlänge geworden, so eine Stunde 20 oder so. Und es sind verrückte Zeiten gerade irgendwie. Es sind verrückte Zeiten und dieser Stream hat mich heute ein bisschen auf eine schöne Art und Weise aus der Realität geholt. War ganz nice. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Ich weiß, ich mach's gerade, ziehst du da die Länge? Es sind viele Leute da, keine Ahnung. Das ist jetzt halt viel Spaß bei Matteo, wenn ihr noch da bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Stream morgen. In diesem Sinne, tschüss. Bis dann. Bye. Das ist jetzt mein Move anscheinend.